Anbetung kann etwas machen, wo es keine Religion so unwichtig ist. Ob du katholisch, evangelisch oder freikirchlich oder baptistisch, ist es so unwichtig, wenn wir Gott anbeten. Stimmt das? Dann ist die Theologie von deinem Nachbar ein bisschen kleiner machen. Das ist halt so. Diese Theologie von deinem Nachbar ist uninteressant, wenn du Gott anbetest. Und ich glaube, das ist etwas, was mein Herz total berührt. Zwei Sachen. Ich möchte Dankeschön sagen für alle, die aus dem Herzen gehabt haben, die Sprecher zu unterstützen. Der Segen soll auf euch zurückkommen. Wir werden das unter uns drei aufteilen und gut benutzen. Ich habe gehört, dass Leute gestern den Jordan umfahren sind und nicht drüber gegangen sind, gell? Die richtigen Glaubensleute, die sind hier geblieben. Okay. Ich habe das Susa gesagt, du, wenn einige Leute von gestern unzufrieden waren, dann sag ihnen, dass sie normalerweise einen Mehrpreis bezahlen müssen für die Zeit, wie sie den Bus verbracht haben. Okay, ich höre auf. Ich ärgere gern ab und zu die Leute. Aber ich weiß, bis wo ich gehe. Wisst ihr, wie ich klein war? Ich bin in einer so christlichen Familie aufgewachsen. Da gab es kein Fernsehen, da gab es keine Waffe, wie Kinder spielen. War sehr, sehr christlich. Und dann haben wir nicht viel Spielsache gehabt. Aber ich hatte eine Katze. Und das war so mein bester Freund. Und ich habe so gerne mit der Katze gespielt. Und die wisst ihr, wie die Katze sind, die legen sich manchmal so hin und schlafen so. Und dann habe ich immer ganz leicht so die Schnurrbach berührt. So ganz leicht. Und dann hat die Katze mein Auge aufgemacht. So. Dann habe ich gewartet, bis die Augen wieder zugehen. Habe ich nochmal gezogen dran. Und dann sind die Augen alle zwei schon aufgegangen. Dann hat er mich so angeguckt, so. War mein Spielzeug. Hat die Katze die Augen wieder zugemacht. Dann habe ich wieder gezogen dran. Dann habe ich gemerkt, wie sie so Zuckungen im Fuß bekommen schon so. Dann habe ich gewusst, jetzt langs. Und diese Zuckungen habe ich gerade gespürt von euch vorher. So. Ja, nur von denen, die im Bus waren, natürlich. Die anderen haben gesagt, kannst du weitermachen, die Rohr. Okay. Wir haben heute Morgen ein ernstes Thema. Ina. Ja, ein ernstes Thema. Ich habe gerade entdeckt bei Ina, obwohl ich sie schon jahrelang kenne, dass wenn etwas passiert, dass sie immer lacht. Ich habe schon gesagt, ich bestelle sie für meine Beerdigung. So, seid ihr bereit zu hören? Ein Klassiker, wie alle kennt, vom Römerbrief. Da bis da. Dürft ihr euch entspannen, hören. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat.
Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln, aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Punkt war das am Ende. Da geht die Stimme runter. Okay, danke. Paulus lernt, wie Christen in der Gemeinde zu leben haben. Und ich glaube, es ist etwas, was ganz wichtig ist. Und es fängt an, ich möchte sagen, fast der erste Schritt ist vielleicht der wichtigste. Ohne diesen Schritt geht es nicht. Ich ermahne euch, euch hinzugeben. Hingabe. Wenn du nicht total dein Leben Gott hingibst, wirst du immer im Dienen Probleme haben. Mit Stolz, mit Ablehnung, mit Manipulation, mit allem Möglichen. Und ich glaube, es ist wichtig, Hingabe, nicht probieren mitzumachen. Ich probiere mal Lobpreis, ich probiere mal Geistesgabe, ich probiere mal das. Nein, ich muss sagen, der erste Schritt ist Hingabe. Hingabe bedeutet, Herr, mein Leben, mein Herz, meine Gefühle, meine Sinnung, alles, was ich habe, gehört dir. Amen. Nicht ein Teil, ich probiere es. Es gibt viele Christen, da gibt es so Evangelisten, die machen Aufruf, so wuschiwaschi. Gib dein Leben, sprech das Gebet nach und dann wirst du gesegnet sein und du kommst in den Himmel und du wirst einen Partner finden, du wirst nicht betrogen werden, du wirst finanziell gesegnet werden, du wirst Heilung bekommen, sprich nur das Gebet nach. Und ich sage, nein, es ist falsch. Das Erste ist, gibt eure Leiber, gibt alles, was du hast an Gott. Dein Leben gehört nicht mehr dir, sondern dein Leben gehört Jesus Christus. Und diese Botschaft haben wir manchmal vergessen. Wir haben zu viel, wie ich sage, Mitläufer. Wir möchten gesegnet sein. Wir möchten Gemeinschaft haben. Wir möchten angenommen werden. Weißt du, die Gemeinde ist so Kuschelecke, wo man so aufgenommen wird und geliebt wird und akzeptiert wird. Und das ist so wichtig. Nein, das ist nicht so wichtig. Das Wichtigste, dein Leben gehört nicht mit dir, es gehört Jesus Christus. Und alles andere ist gefährlich. Leute wie... Oh, du hast eine schöne Stimme, du kannst mitsingen. Oh, du bist vom Beruf Lehrer, du kannst lehren. Komm, mach mal mit und alles Mögliche. Und es sind Leute, die, ja, sie machen halt mit. Aber sie haben nicht diese Hingabe, sie haben nicht total ihr alles, was sie haben, Gott gegeben. Und ich glaube, das ist so die wichtige Schritte. Gib dein Leben total. Und dann steht geschrieben, seid nicht gleichförmig diese Welt, sondern verändert eure Sinne, damit ihr erkennt, dieses allgemeine Wille Gottes, gute Wille Gottes und vollkommene Wille Gottes. Es gibt Leute, die möchten Abkürzung machen. Sie wollen ihre Sinne nicht verändern, aber sie wollen trotzdem den vollkommene Wille Gottes bekommen. Und da gibt es Abkürzungen, das sind die Propheten. Die Propheten verhindern dich, dass du deine Sinne veränderst. Du erkennst das prophetische Wort für dein Leben. Du sollst in 2 Jahren in Hamburg da in diese Straße wohnen, du sollst das bekommen, du sollst diesen Beruf machen. Fast wie der Wahrsager. Und du veränderst die Sinne nicht. Und es wird ein Chaos. Und ich kann dir etwas sagen, geh nicht zu Propheten, um zu erklären, was der vollkommene Wille Gottes ist, sondern die Bibel sagt, fang an, deine Sinne zu verändern. Das bedeutet, du sollst anfangen, anders zu denken, anders zu hören, anders zu reden. Weißt du, ich möchte etwas sagen, entwickel doch diese Sensibilität, wenn Leute reden. Nicht das, was sie sagen, ist immer richtig, sondern das, was in ihrem Herzen ist. Wir sind so unsensibel, wir sind so oberflächlich geworden. Sonntagmorgen, Begrüßungsdienst. Halleluja, Bruder, hallo, hallo. Wie geht's dir? Preis dem Herrn, Halleluja. Bist du zufrieden?
Weißt du, wenn er sagt, preist dem Herrn Halleluja, vielleicht ist ein tiefer Schmerz da drin. Es geht mir schlecht. Ich fühle mich abgelehnt. Aber er kann doch nicht sagen, es geht mir schlecht, dann ist es ja kein Mann mehr. Dann preist dem Herrn. Siehst du noch, wenn jemand mit dir redet, den Schmerz in seinem Herzen? Hörst du es noch? Wenn er dir etwas erzählt, wie viel Ablehnung da ist, wie viel Einsamkeit da ist. Das ist Veränderung der Sinne. Nicht hören, was wir hören, sondern eine Etage tiefer, sensibler werden. Die Sinne verändern. Rede nicht wie alle anderen reden, sondern rede, wie Gott reden würde. Und das kann man entwickeln. Es ist Gespür. Geht es einem gut, geht es einem nicht gut? Fühlt sich die Person geliebt oder fühlt sich die Person nicht geliebt? Wir sollen unsere Sinne verändern, damit wir den vollkommenen Wille Gottes für uns erkennen und vielleicht sogar andere helfen reinzugehen. Und ich sage dir, werd nicht abhängig vom Propheten. Fang nicht an, Abkürzungen zu machen. Propheten können etwas bestätigen, was schon ganz tief in deinem Herzen ist. Und das ist gut so. Rennt nicht immer zu diesen prophetischen Leuten, wie da vorne Team machen. Oh, ich möchte noch eine Prophetie, ich möchte noch eine Prophetie haben. Ich sagte heute Morgen, verändert deine Sinne ist besser als jede Prophetie. Damit ihr die Wille Gottes erkennt. Und dann sagt er, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Seid nicht im Strom oder im Geist dieser Welt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber dieser Krieg, wie zurzeit stattfindet in der unsichtbaren Welt, ist ein Krieg der Geister, ein Krieg der geistlichen Kräfte. Und es gibt viele geistliche Kräfte und es ist wichtig, dass wir sie erkennen. Es gibt geistliche Kräfte, die sind total ähnlich dem Heiligen Geist, aber sie sind gefährlich. Punkt 1, Humanismus. Humanismus bedeutet ja im Grunde genommen menschlich. Verändert eure Sinne, dass sie nur menschlicher werden? Nein. Verändert eure Sinne, dass sie göttlich werden. Unsere Sinne müssen göttlich werden. Du musst nicht hören menschlich, sondern du musst göttlich hören. Und wer kann das machen? Ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist göttlich und wenn der Heilige Geist in uns wohnt und wir haben Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dann werden wir nicht mehr menschlich, sondern wir werden göttlich beurteilen. Wir werden göttlich hören, wir werden göttlich reden. Und ich sage euch etwas, es ist so wichtig. Wir kommen in eine Zeit hinein, wo diese geistlichen Kräfte zunehmen werden. Dieser Humanismus sieht man in der Politik drin. Das sieht man in den Medien drin. Es ist alles so geplant und es klingt so gut und so ganz fromm und so menschlich gesehen, aber man sieht die Gefahr nicht hinten drin. Vom humanistischen Punkt finde ich ganz gut, was die Frau Merkel gemacht hat. Alle Leute reinlassen, das ist humanistisch. Aber sieht sie auch die Gefahr, wie hinten dran steht? Sieht sie die Gefahr, wenn 1 Million Muslime in ein Land reingehen und sie fangen an, die Gefühle überall reinzumachen? Ich komme aus Frankreich und wir haben das vorher erlebt. 1960, wie Algerien wieder frei geworden ist, sind 1 Million Algerier, wie zu den Franzosen gehalten haben, rübergekommen. Und ich möchte sagen, es waren anständige Menschen und die haben gearbeitet, ganz toll gearbeitet. Und die haben im Durchschnitt zwischen 6 und 8 Kinder bekommen. Und die zweite und die dritte Generation hat keine Sehnsucht mehr gehabt nach Frankreich, alles Mögliche. Sondern dieser muslimische Geist hat es übernommen. Und es gibt in Paris und es gibt in der Großstädte Stadtviertel, wo die Polizei sich nicht mehr reintraut. Das ist das Ergebnis. Es gibt Gesetze in Frankreich, dass diese Verschleierung verboten ist. Aber in manchen Stadtvierteln traut sich die Polizei nichts mehr zu sagen, wenn Frau so rumlaufen, ist Gesetze schon lang weg, weil sie wissen, wie gefährlich es ist. Ich sage genug, es ist eine geistliche Kraft, wie etwas hier vorne drankommt. Ich kann das sagen, die Rettung für Deutschland, die Rettung vielleicht für Österreich, ist Erweckung. Und ich glaube, wenn Erweckung kommt und Muslime fangen sich an zu bekehren, das werden die besten Evangelisten sein. Aber wir müssen trotzdem wissen, es gibt einen humanistischen Geist und es gibt einen prophetischen Geist durch den Heiligen Geist. Und der humanistische Geist ist ein ganz gefährlicher Geist, weil er ist auch christlich.
desto menschlich. Aber ich möchte nicht menschlich sein, ich möchte göttlich sein. Ich möchte nicht menschlich predigen, ich möchte göttlich predigen. Und es musste so ganz klar dieser Unterschied sein in mir drin, zwischen was Heiliger Geist ist, was göttlich ist und was menschlich ist. Ich bin kein Humanist. Ich bin kein lieber frommer Mensch. Aber das Göttliche kann rauskommen. Und die Menschen merken, ob der Piero jetzt gerade unter der Salbung steht oder nicht. Es gibt Leute, die sind so fromm, da merkt man es nie. Soll ich mal ein extremes Beispiel geben? Darf ich euch schockieren? Noch die Hälfte hat ja gesagt. Ich war mit einer ganzen Gruppe in Mosbach im Odenwald zum Evangelisieren. Auf der Straße. Und dann kommt ein Bruder und sagt, hör mal zu, ich rede gerade mit einer Frau, aber ich komme nicht durch, stehe ich so zu. Und dann gucke ich mir diese Frau an, so Frau, so weiß nicht, so 35, mit Kinderwagen. Kleiner Junge drin, 3-4 Jahre. Und die war, wenn das Wort Glaube angefangen hast, die hat die Kirche gehasst und Gott gehasst und alles gehasst und die Welt gehasst und nur sich und ihre Familie, aber richtig eine Panzer, so richtiger Panzer. Und ich sagte, Gott, was ist los? Und der Heilige Geist sagt, mach gut der Kleine an. Und er hat so Hautkrankheit, Psoriasis gehabt. Und der Herr sagt mir, schau an. Und dann wusste ich's. Und da habe ich der Frau gesagt, glauben Sie, dass Gott ihr Kind lieb hat und ihr Kind heilen möchte? Und diese harte Frau, diese Mauer, ist zerbrochen. Eine Sekunde. Ist zerbrochen. Und ich merkte, boah, die war total getroffen, die war fast nicht mehr reden konnte. Und ich merkte, jetzt ist die Tür offen. Und ich sagte, wissen Sie, ich werde jetzt für dieses Kind beten. Ich werde mich hinknien, werde für das Kind beten und Jesus wird das Kind heilen. Die Frau fing an zu weinen. Und ich wollte mich gerade hinknien. Und es war in der Fußgängerzone, ist auf der anderen Seite von der Straße ein Mann gewesen, so, weiß nicht, 60, 65, so Anzug an Krawatte. Und er schreit über die Straße, lass es sich nicht zu, dass er die Hände auflegt, das ist Okkultismus, der gehört zum Bonke. schreit er über die Straße, aber ganz laut mit einer so komischen religiösen Stimme. Und ich war da, ich wollte gerade beten und plötzlich merkte ich, wie die Atmosphäre so umkippte. Ich stand da auf, guckte dieser Mann auf, so hat ihn angeschaut, den Finger gezeigt und ganz laut gesagt, hau ab, Arschloch. Der bekam einen ganz roten Kopf und ist weggelaufen. Und jetzt diese Frage, ist der Heilige Geist weggegangen? Nein, das darf man doch nicht sagen als Pastor. Der müsste hingehen, mit ihm reden. Und dann wäre die Frau mit dem Kind weggegangen. Und einmal kannst du menschlich sein und einmal kannst du göttlich sein. Und plötzlich ist die Kraft Gottes freigesetzt worden. Und ich möchte sagen, das Humanismus ist ein Geist, wie bis in die Gemeinde bei den Christen reinkommt und plötzlich Leute, die vielleicht nicht totale Hingabe an Jesus haben, die probieren fromm zu sein, lieb zu sein, humanistisch zu sein und dieser Geist kommt in die Gemeinde rein und der Heilige Geist zieht sie zurück. Es ist gut, dass wir lieb sind. Es ist gut, dass wir uns, ja, schätzen. Aber ich sage dir etwas. Es ist wichtig zu wissen, der Heilige Geist ist wichtig. Der Heilige Geist ist wichtig. Ich bin froh, dass meine Kinder nicht so super fromm sind. Was du wisst, eine meiner Töchter ist hier. Wenn ihr einen prophetischen Geist habt, könnt ihr. Ich bin froh, dass meine Kinder nicht so ganz fromm sind, aber sie kennen den Heiligen Geist. Eine meiner Töchter hat Bibelschule gemacht, bei Jugend eine Mission. Und ich weiß noch, wie sie mich anruft am Abend und sagt, Papa, Papa, Papa. Und sie ganz nervös, ich sage, das Papa wiederholt sie. Sagt, Papa, heute Morgen haben wir Gottesdienst gehabt im Zelt drin und es war eine Frau da, die hat ganz starke Unterleibsschmerzen gehabt. Und sie hat schon Gebet bekommen und sie ist nicht weggegangen. Und dann kommt sie nochmal zu mir und Papa, ich habe Eindruck gehabt, ich soll
in ihren Bauch reinschreien. Papa, ist das falsch? Dann sage ich, erzähl weiter. Und dann habe ich mich hingekniet und habe meinen Mund an ihren Bauch gemacht und habe reingeschrien. Und plötzlich ist sie umgefallen und die Dämonen sind rausgegangen und ihre Schmerz war weg. Das ist kein Humanismus, das ist Heiliger Geist. Dieser Humanismus, wenn er in die Gemeinde reinkommt, wenn er so ein Christ reinkommt und sie müssen ganz fromm sein und jedes Wort, was sie sagen, Achtung geben. Ich darf das nicht mehr sagen, ich darf das nicht mehr sagen, ich darf das nicht mehr sagen. Und da hat man so einen frommen Kreis drauf. Es ist Religiosität. Humanismus gemischt mit Bibelwissen ist Religiosität. Und weißt du was, es gibt einen anderen Geist, ist der religiöse Geist. Und der ist immer verbunden mit einem anderen Geist und der heißt Stolz. Religiöse Leute sind immer stolz über ihre Werke. Und das ist ein furchtbarer Geist, wie der Heilige Geist trübt und er geht weg, wenn die Religiosität kommt. Es gibt einen anderen Geist und er hat fast die Hälfte der Erde schon mal kontrolliert. Das ist Kommunismus. Was ist denn Kommunismus? Kommunismus ist etwas, wie ziemlich ähnlich ist im christlichen Glauben. Kommunismus ist Gerechtigkeit. Die ganz Reichen und die ganz Armen, das sollte nicht so sein. Man sollte das, verstehst du? Es ist menschlich gesehen eine gute Idee. Und wenn du Kommunismus ein bisschen lernst, finde ich, das sind ganz gute Sachen dabei. Kommunismus hat ganz gute Sachen und das ist so teilweise christlich. Aber es ist nicht christlich. Es sind andere Geister. Wo kommt denn die Kraft vom Kommunismus? Wo hatten die Kraft entwickelt, diese Geist so frei set zu machen? Und die Kraft kommt von Ungerechtigkeit. Das Volk hat gesehen, wie die Könige, wie die Reiche herrschen und wo die anderen kaputt gehen. Und dann plötzlich war diese Ungerechtigkeit da. Und Ungerechtigkeit ist eine Kraft. Wenn du ungerecht behandelt wirst, kennst du diese Kraft in dir drin? Boah, könnte man jemand umbringen. Du kennst ja Moses. Jemand von seinem Volk ist geschlagen worden. Und er hat es so ungerecht gefunden, dass er jemand umgebracht hat, dass er diesen Mann umgebracht hat, weil dieses Gefühl ungerecht, mein Freund oder jemand von meinem Volk wird ungerecht behandelt und ich lasse das nicht zu. Und das war seine Gerechtigkeit, der hat diesen Mann umgebracht. Und er musste 40 Jahre in die Wüste gehen, bis es der demütigste Mann der Bibel geworden ist, bis Gott ihn gebrauchen konnte. Wenn das Gefühl der Ungerechtigkeit dich kontrolliert, dann kann dich Gott in die Wüste schicken. Wüste bedeutet sterben, sterben, sterben. Jetzt werde ich dir heute Morgen einen Satz sagen und viele werden sich aufregen drüber. Ist es okay? Du kannst ihn ja später löschen. Hm? Ungerechtigkeit. Wenn Menschen dich ungerecht behandeln, kann das öfters für dein Leben ein Segen sein. Wow. Stell dir mal vor, du wirst ungerecht behandelt. Und du sagst nichts. Und da drin hast du die Fähigkeit, es Gott abzugeben, vergeben, diese Leute zu segnen. Dann wird Gott seine Gerechtigkeit auf dein Leben legen. Und weißt du, wenn du das erlebst in deinem Leben, dann bist du so dankbar und du wirst so demütig. Gott ist Gerechtigkeit, nicht Menschen. Und Gott wird es zulassen, dass du ungerecht behandelt wirst. Ich war öfters in der französischen Schweiz zu predigen. Und ihr wisst ja, was es ist. Manchmal haben Pastoren so dieses Gefühl, meine Gemeinde, mein Territorium, meine Stadt. Und wenn dann jemand kommt in ihre Stadt und hat sich nicht angemeldet und hat sich nicht ihrem Dienst unterordnet, dann ist es so gefährlich gefeind. Und ich war in der Stadt Lausanne und habe öfters dort gepredigt und Heilungsgottesdienst gemacht. Und da gab es so einen Pastor, ich weiß nicht warum, aber der hat sofort negativ gegen mich geredet. Und ich habe es auch mitbekommen und hat sogar seine Leute verboten, zu mir zu kommen.
Und dann war diese Pastorin Urlaub in Rimini in Italien, war auf dem Strand. Und dann kommt dann ein Ehepaar auf den Strand, der wird dran und der Mann probiert, diese Sonnenschirm so reinzumachen. Und es war ziemlich schwer und als guter Pastor steht er auf und sagt, kann ich Ihnen helfen? Und dann hat er diesem Mann eben dran geholfen, diesen Sonnenschirm reinzumachen. Und weißt du, wie es ein guter Pastor ist, hat er sofort probiert, ihn zu bekehren. Und er fragt ihn so auf dem Strand, kennen Sie Jesus? Haben Sie schon etwas Begegnung mit Jesus gehabt? Und der andere sagt, ja. Wisst ihr, vor einem Jahr hatte ich einen Unfall mit meinem Wohnwagen. Mein Sohn von 12 Jahren ist gestorben. Meine Frau ist verletzt, meine Tochter ist verletzt und ich auch. Und vor 3 Monaten waren wir in Lausanne im Heilungsgottesdienst. Und da hat ein Mann gepredigt. Und der ist durch die Reihe gegangen. Wir waren alle 3 da in der Reihe gesessen, das erste Mal da. Und er hat gesagt, gibt euch diese ganze Reihe, gibt euch die Hand. Und dann hat er so die Hand genommen und hat für die ganze Reihe gebetet. Und wir wurden alle 3 geheilt. Und diesen Abend haben wir alle 3 Jesus das Leben gegeben. Und dann sagt dieser Pastor zu ihm, ja, sind Sie von Lausanne? Sagt er, ja. Haben Sie eine Gemeinde? Nein. Wollen Sie zu mir kommen? Ja. Wer war denn dieser Mann, der gebetet hat? Der Piero Fei. Dieser Pastor hat mich angerufen, vom Urlaub nach Hause kommt, sagt, Piero, es tut mir leid, ich habe gegen dich geredet. Könntest du bei uns predigen? Und ich kam in seine Gemeinde mehrmals und habe gepredigt. Gott ist die Gerechtigkeit. Ich hätte ja könnte ihm direkt anrufen vorher oder andere Pastore sagen, hör zu, red mal mit dem, warum schimpft er gegen mich? Gott ist unsere Gerechtigkeit. Ich war frischgläubig, 2-3 Monate. Und ich war in einer kleinen Pfingstgemeinde. Und sehr früh hat Gott bei mir so diese Tür aufgemacht vom Übernatürlichen, vom Rede Gottes. Und ich habe ab und zu in der Gemeinde, doch sogar am Anfang relativ viel, geweissagt, Worte von Gott gehabt. Ich war der Letzte, wie zum Glaube gekommen ist. Alle anderen waren schon langgläubig und hatten Bibelschul gemacht und waren so gestandene Christen. Und ich kam da ganz frisch gläubig vom Knast raus und fing an zu weissagen. Niemand hat etwas gesagt. Und dann am Sonntagmorgen habe ich ein Wort gehabt, ganz präzise, von der Gemeindeälteste. Ich habe es ausgesprochen. Und dann kommt der Pastor nach vorne und predigt. Das richtige Pfingstpastor, Pfingstprediger. 1 Stunde 25 Minuten. Und hat plötzlich das Thema gewechselt und hat gepredigt über falsche Geistesgabe. Die Gemeinde war nicht groß, es waren so ungefähr 20 Leute. Und er stellte sich so vor mich, ich war gerade in der 2. Reihe gesessen, und hat 1 Stunde und 25 Minuten gepredigt über falsche Geistesgabe. Und die ganze Blicke waren immer auf mich und die ganze Blicke der Gemeinde spürte ich im Nacken so. Der bekommt es ab. Verstehst du? Das kannst du dir vorstellen, du bist frischgläubig, du machst dein Herz auf und dann bekommst du so. Und da bin ich heimgefahren und diesen Morgen ist meine Frau nicht dabei gewesen, die ist zu Hause geblieben, weil ein Kind krank war. Ich komme zu Hause und ich habe gar nicht so weit gewohnt. Ich schließe die Tür auf, ich komme in den Flur rein, meine Frau kommt von der Küche raus und sagt, Gell, du hast heute Morgen falsch geweissagt. Haben Leute schon sofort angerufen, meine Frau, und haben alles erzählt. Wie denkt ihr, wie ich mich gefühlt habe? Frischgläubig. Und ich weiß noch, mittags bin ich in den Wald gegangen und habe so mein Herz Gott ausgeschüttet. Und ich habe gesagt, Herr, ich habe dich lieb, du bist mein Gott und ich werde dir immer treu sein. Aber ich verspreche dir etwas, ich werde niemals mehr weissagen. Für mich ist das Thema vorbei. Ich habe das Gelübde nicht gepackt. Das war vor über 30 Jahre, 32 Jahre. Ich habe mit diesem Pastor niemals mehr ein Gespräch gehabt. 6 Monate später hat Gott zu mir gesagt, Piero, es ist Zeit, dass du rausgehst, gründe eine Gemeinde. Ich bin rausgegangen, habe eine Gemeinde gegründet,
Ich war noch kein 2 Jahre gläubig. Ich hatte 5 Millionen Schulden und 5 Jahre auf Bewährung offen. Das ist mein Anfang. Möchtest du so Pastor haben? Ich habe die Gemeinde angefangen. Ich weiß noch, 10 Jahre später treffe ich einer von diesen Brüdern auf der Straße. Und er kommt auf mich zu, sagt, hallo Piero, wie geht's dir? Dann sage ich, gut, ich habe Gemeinde angefangen, wie war ich da? Dann fragt er nicht, wie es in die Gemeinde geht, sondern Piero, kannst du dich noch erinnern, vor 10 Jahren, wie du falsch geweissagt hast? Auf der Straße. Ich weiß heute noch nicht, ob es richtig oder falsch war, lass er mal stehen. Das war diese Begrüßung. Mein Herz durch Gnade konnte reinbleiben. Und jetzt, vor 2 Monaten, im letzten Heilungsgottesdienst, 30 Jahre danach, kam mein Ex-Pastor, wie ich 30 Jahre nicht mehr gesehen habe, in der Heilungsgottesdienst. Er hatte Schlaganfall bekommen, es geht ihm gar nicht gut, verstehst du? Nach 30 Jahren kommt er und sieht, seine Gemeinde ist nie, hat sie es abgegeben, ist nie über 20 Leute mehr gegangen. Und er sieht, dass da 350 Leute da waren im Heilungsgottesdienst. Und ich gucke ihn an und so wie Gott gesagt, weißt du, Piero, jede Ungerechtigkeit wird sich verwandeln in Segen. Ich bin von Natur kein Weichei und ich bin ein Kämpfer. Und ich bin bereit, für viele Sachen zu kämpfen. Aber etwas habe ich gelernt, wenn ich ungerecht behandelt werde, dann lerne ich mit mir selbst zu kämpfen. Und ich sage mir selbst, du haltest jetzt die Klappe. Ich werde meine Sinne verändern, ich werde göttliche Sinne bekommen. Ich werde nicht der menschliche Piero-Kämpfer schicken, sondern ich werde schweigen, ich werde meine Feinde, die gegen mich reden, ich werde sie segnen, ich werde sie lieben. Und ich weiß, dass Ungerechtigkeit, die über mich kommt, wird ein Segen bringen über mein Leben. Das ist göttlich. Wir müssen lernen, das Menschliche vom Göttlichen trennen. Diese Mischung von verschiedenen Sachen ist so schwierig. Es gibt so viele geistliche Kräfte. Es gibt so geistliche Kräfte, es gibt zur Zeit der Kommunismus, waren der 60er Jahren so stark, dass es die Hälfte der Welt beherrscht hat. Und plötzlich stirbt es langsam. Und die Welt hat erkannt, nach vielen, vielen Jahren, dass Kommunismus nichts bringt. Dass es Armut bringt, dass in kommunistische Länder es mehr ungerechte Tote gegeben hat wie in alle anderen Länder. Und die Leute merken, okay, das ist nicht diese Sache. Und dann hat man so verschiedene Sachen, dieses Humanismus, dieses extreme Kapitalismus. Und plötzlich sind so Sachen aufgestanden. Und eins, wie aufgestanden ist, der letzte 30 Jahre, ist dieser muslimische Geist. Ich kann mich noch erinnern, vor 25 Jahre war ich auf einer großen Konferenz und dann war ein Prophet dort, der ist aufgestanden und hat gesagt, vor dass die Erweckung kommt bei den Christen, entsteht Erweckung bei den Muslimen. Und ich kann sagen, dieser Geist hat angefangen, ganz viele Länder zu berühren. Ich war in Tunesien schon vor 30 Jahren und da hat man fast kein Kopftücher gesehen. Und plötzlich siehst du, wie heutzutage die Hälfte der Frauen Kopftuch tragt. Ob es in der Türkei ist und viele andere Länder. Dieser Geist des Islam hat ganz viel genommen. Aber weißt du was, er wird so wie Kommunismus runtergeht, wieder runtergehen. Und viele Christen sind von den Medien, von vielen Sachen ungerecht behandelt. Und weißt du was, wir sollen nicht dagegen kämpfen. Gott ist unsere Gerechtigkeit. Gott ist allein unsere Gerechtigkeit. Und wenn du unfair behandelt wirst, ungerecht behandelt wirst, dann lass es gehen. Mein Papa war ich möchte so sagen, in vieler Hinsicht ein Modellchrist. Und er war so dieser Mann, wie sein Spruch war immer, wenn etwas war, Gott weiß es. Gott weiß es. Und mein Papa ist öfters, weil er so gutmütig war, über den Tisch gezogen worden. Als er ein Auto gekauft hat oder was er gemacht hat, er ist immer über den Tisch gezogen worden. Und dann ist er betrogen worden von seiner Schwester in der Erbschaft.
Und die hat das, alles, was gut war im Haus, war schon rausgeholt. Und er ist betrogen worden. Und ich sagte meinem Vater, ich war vielleicht 13, 14 Jahre alt, ich war so das Gegenteil von ihm, ich war so diese Kämpfer. Boah. Ich sagte, Papa, du musst zum Anwalt gehen, du musst Gerechtigkeit, du musst es holen, es gehört dir. Und er sagte immer, Gott weiß es, Friede ist wichtiger als Recht. Boah, ich wollte kein Friede, ich wollte Krieg und Gerechtigkeit. Ich bin ein Kriegsmann. Ich bin vor Gerechtigkeit. Aber weißt du was? Es ist menschliche Gerechtigkeit. Und ich habe entdeckt nach vielen Jahren, dass mein Papa Recht gehabt hat. Friede ist wichtiger als Recht. Es bedeutet nicht, dass die Ungerechtigkeit schluckst und verbittert wirst. Nein, du musst sie Gott abgeben. Dein Leben gehört Gott. Im Grunde, wenn jemand ungerecht ist mit dir, sind sie mit Gott ungerecht. Dein Leben gehört ihm. Stimmt das? Und ich möchte sagen, wir müssen es über uns gehen lassen. Und ich würde sagen, Gott sucht Leute, nicht wie begabt sind, sondern wie gestorben sind. Leute, die sagen, Herr, ungerecht ist für mich gegangen, ich habe Ablehnung bekommen, aber ich habe dich lieb, ich habe meine Feinde gesegnet, ich habe keine Bitterkeit, ich habe nichts in meinem Herzen drin. Gott wird so nette Menschen rufen und benutzen. Lass es zu, diese Kämpfer, menschlich gesehen, der muss sterben. Und wenn wir das nicht wollen, wenn wir das für uns kämpfen, Gott liebt dich, dann wird er dich wie Moses in die Wüste rufen. Und das kann manchmal jahrelang dauern. Und wenn man dann in die Wüste ist, dann hat man so ganz besondere Theologie. Der Pastor ist schuld. Es gibt kein geistlicher Wachstum. Pastor ist schuld. Stehst du? Der Pastor ist nicht schuld, dass du in der Wüste bist. Dein geistlicher Leiter auch nicht. Sondern Gott. Gott hat dich in die Wüste geschickt. Zum Sterben. Dass du Sache lernst. Moses hat eine fantastische Aufgabe gemacht. Er hat ein ganzes Volk zurückgeholt in das Land. Aber er hat es gebraucht. Weil diese Kämpfer mussten sterben. Dieser humanistische, dieser Geist musste sterben und er wurde der demütigste Mann der Bibel, sagt Gott. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich habe so eine Wüstezeit, dann danke Gott dafür. Ist eine Frau da heute Morgen? Dein Mann, dein Partner hat dich sitzen lassen und ist abgehauen. Ich sage dir etwas, danke Gott dafür, hol ihn nicht zurück, auch wenn dein Leben gerade jetzt so die Wüste ist. Gott wird diese Wüstezeit gebrauchen, um etwas ganz Starkes auf dein Leben zu legen. Hör auf, zurückzuholen, was Gott zugelassen hat. Hör auf zu kämpfen für etwas, was Gott beschlossen hat. Ist jemand da? Du hast Konkurs gemacht und du forderst gerade Gerechtigkeit und Gott sagt, ich habe diesen Konkurs zugelassen. Und für dich ist das eine Wüstezeit dran. Und in der Wüstezeit wird etwas sterben dir drin und du wirst die Ungerechtigkeit der Menschen noch spüren. Und wenn die Ungerechtigkeit der Menschen nicht mehr wehtut, dann werde ich dich rufen und dich gebrauchen. Gott soll heute Morgen zu dir reden. Wenn du in der Wüste bist, dann hat es einen Sinn. Dieses Göttliche wird reinkommen. Es gibt Leute, ich bin auch jemand von denen, menschlich gesehen, liebe ich die Wüste. Die Wüste ist mir lieber als jede Großstadt. Ich fühle mich wohl in der Wüste. Es ist ruhig, es ist schön. Es ist angenehm. Aber weißt du was? Wir müssen lernen, dass in der geistlichen Wüste wir uns wohlfühlen. Es hat einen Sinn. Gott macht nie etwas ohne Sinn. Und wenn wir das akzeptieren, geht es viel besser. Ich habe etwas, was ich gar nicht mag.
Ich mag es gar nicht, krank zu sein. Mag es gar nicht. Ich hasse sogar, krank zu sein. Und wenn ich krank bin, ist so etwas immer drin wie kämpft und verlorene Zeit und alles Mögliche. Aber wenn ich krank bin, habe ich jetzt in der letzten Zeit aufgehört zu beten für Heilung. Und ich sagte, Gott, hat es einen Sinn, dass ich krank bin? Hast du vielleicht etwas damit zu tun? Und öfters habe ich erlebt, wie Gott gesagt hat, ja, Piero, ich wollte dich haben. Ich wollte nicht deine Arbeit haben, ich wollte dich haben. Was im Moment, wo ich gesagt habe, okay, Gott, ist okay, ich akzeptiere es. Wenn du willst, kannst du mich einen Monat hinlegen, ist okay. Was im Moment, wo ich das gesagt habe, ging es mir besser. Ich war nicht sofort gesund, aber es ging mir besser. Dieses Kämpfen in mir drin, es war weg. Es macht uns so kaputt, das Kämpfen. Wir sollen den guten Kampf kämpfen, aber nicht den falschen. Und ich habe es erlebt, dass manchmal auch Krankheiten eine Wüstezeit wird sein, wo es einen Sinn hat. Und wenn wir diesen Sinn verstehen, sind wir manchmal wieder ganz schnell fit und Gott kann uns gebrauchen. Diese Kämpferin dir, kennst du ihn? Kennst du der, wie, wenn du ungerecht behandelt wirst, wenn du kritisiert wirst, wenn du abgelehnt wirst und du bist gar nicht schuld? Und der wie aufsteht, auf die Barrikade geht. Der, hör mal zu, der möchte Gott benutzen. Weil der Kämpfer, wird Gott benutzen, aber das gute Teil von ihm. Wie ein Paulus, er kämpfte für das Evangelium. Vorher hat er dieselbe Kämpfer, hat der falsche Kampf gekämpft. Gott möchte diese Kämpfer umpolen. Dass er nicht mehr kämpft gegen das, was Gott zugelassen hat, sondern dass er kämpft für das, was Gott gegeben hat. Und wenn wir diesen Unterschied machen, das ist nicht mehr menschlich, sondern das ist göttlich. Und das kann nur der Heilige Geist uns zeigen. Und das zeigt er uns meistens nicht im Dienst, sondern er zeigt uns das in der Wüste. Im Dienst sind wir manchmal so fokussiert auf den Dienst. Wir sind so fokussiert auf die Salbung. Wir sind so fokussiert auf die Früchte, dass wir gar nichts mehr anders wahrnehmen. Das sind solche Autobahnen. Und bei dem ist es so wichtig, wenn wir einen Dienst machen, Zeit zu haben, wo wir eine Pause machen oder wie Gott uns in die Wüste schickt. Ich mache es lieber freiwillig. Dass wir wieder unsere Sinne verändern und dass das Göttliche da ist. Ich möchte sagen, es wäre für mich kein Problem, morgens und mittags und abends Gottesdienst zu machen, 3 Monate nonstop. Ich fühle mich nicht müde und es ist für mich kein Problem, wenn du die Salbung gehst und du dienst damit. Aber ich weiß, wenn es rum ist, dann gibt es eine Zeit, wo ich freiwillig in die Wüste gehe, wo ich ganz allein mit Gott bleibe. Dass dieses Menschliche wieder zurückgeht und das Göttliche wieder reingeht. Liebe die Wüste. Gott wird öfters uns in die Wüste schicken, dass etwas stirbt da drin. Und sag, ja, falsches ist dieses Kämpfer. Dass wir lernen, das nicht mehr menschlich zu benutzen, sondern das, was göttlich benutzen. Das, was göttlich benutzen. Diese Ich ist manchmal feiger, wenn der Heilige Geist sagt, bet für der, gib Zeugnis. Und dann ist es manchmal dieser Ich, der wie so gern so, boah, manchmal ganz klein. Lerne es, dass diese Ich in dir drin benutzt wird fürs Gute, fürs Richtige. Und ich kann dir etwas sagen, zwischen humanistischer, zwischen religiöser, zwischen menschlicher, du wirst das nur erkennen durch den Heiligen Geist. Hab Gemeinschaft mit ihm. Der Heilige Geist ist auf der Erde dein bester Freund. Und du sollst ihn nicht anrufen, wenn du ein Problem hast, sondern er soll den ganzen Tag mit dir Gemeinschaft haben. Den ganzen Tag in dir drin. Und wenn der Heilige Geist in dir drin ist, du wirst sehen, er wird dir wichtiger werden als dein Verstand.
Ich war in Französisch Guyana, das ist in Südamerika, und war mit 5 Pastoren im Einsatz gemacht im Urwald, in eine kleine Stadt, die heißt Maripasula. Und die kann man nur erreichen mit dem Fluss oder mit dem Flugzeug. Es gibt keine Straße, es liegt im Urwald drin. Und da waren wir unten im Gebet, es waren so 5, 6 Pastoren, es gibt auch eine schöne Gemeinde dort, und waren im Keller im Gebet drin. Und während das die Pastoren gebetet haben, sagt der Heilige Geist zu mir: Piero, steh auf und geh ins Dorf, das war so ein halber Kilometer, und da ist am Fluss ein riesiger Baum, das nennt man so ein Totem, so ein Baum, wo die ganzen okkulte Leute ihre Zeremonie machen. So ein riesiger Baum ohne Blätter, so wie man es in einem Film kennt. Geh dorthin und setz dich hin. Das ist nicht unbedingt ein Platz für Pastoren. Ich ging dann hin, setz mich hin. Die Brüder haben weitergebetet, haben am Anfang gar nicht gemerkt, dass ich weg war. Und ich sitze unter diesem Baum, so ein riesiger Fluss, der ist ungefähr 3-mal größer als der Rhein im Urwald drin. Ich sitze so an diesem Fluss. Und plötzlich gucke ich so, kommt vom Fluss eine so Indianer raus mit einem Motorboot. Kommt raus, stellt sich hin, ich gucke das so ganz nett an und plötzlich läuft er ganz gerade auf den Baum zu. Denke ich, oh, was sage ich denn jetzt, wenn er fragt, was ich hier mache? Und ich kann sagen, die Indianer dort im Urwald, das sind wie in den Filmen so angezogen, gerade ein Ding und haben eine Lanze. Und kommt er direkt auf das Ding, kommt auf mich zu. Und ich merkte schon, der hat ziemlich Kokablätter, sein Auge war schon ziemlich schwierig, kommt auf mich zu und sagt, Französisch auf dem Urwald, was machst du hier? Und dann sage ich, Gott hat mich hergeschickt, um Menschen zu heilen. Das versteht er. Und dann sagt er, gut, komm mit. Weißt du, was machst du in so Momenten, wenn du den Heiligen Geist nicht kennst? Heiliger Geist, soll ich mitgehen? Sagt ja. Bin ich dann im Schiff reingegangen, da gibt es kein Handy, da gibt es keine Telefonverbindung, da gibt es keine Polizei, wenn du rausfährst. Da gehst du in den Urwald rein und du bist weg. Und ich habe probiert, mit dem zu reden. Da macht ein Motorrad und Fluss hoch. Die fahren relativ schnell, diese Motorboote. Fahrt hoch in den Urwald rein und wieder ein kleiner Fluss, nochmal ein kleiner Fluss, nochmal ein kleiner Fluss. Und ich probierte, mit dem zu reden, aber wollte nicht reden. Der stand da vorne und das nimmt man. Und irgendwo eine halbe Stunde später komme ich irgendwo an, fahrt sein Boot ins Gebüsch hinein und er sagt, komm mit. Und ich laufe hinter dran, so ein kleiner Pfad, hat kein Wort mit mir geredet. Und dann kommen wir in mein Dorf hinein, wie so die Film ist Indianerdorf, so ein großes Kreis mit Holz. Und vorne dran waren 2 große Männer mit der Lanze. Und die wollten mich nicht reinlassen und haben diskutiert mit dem Mann. Und nach einer Weile haben sie mich reingelassen. Und ich kann auch sagen, ich habe noch nie an Ort gespürt, wie so viele Dämonen da sind. Ich sage dir, diese Indianerkult ist ein total dämonischer Kult. Und Mutter Erde ist ein Wort für Teufel, nichts anderes. Lass dich nicht von diesem humanistischen Geist total einlullen. Und ich war da drin und ich bin so viel dämonische Mächte. Und er sagt immer, komm mit. Und da geht man in so eine kleine runde Hütte. Und da sitzt eine Frau drin, nur das Unterteil etwas drauf. Und die hat ein Baby im Arm gehabt und das Baby war wie grau. Es war am Sterben und die Frau sagt mir, schon 3 Tage trinkt es nicht mehr. Und ich sehe, das Kind ist am Sterben. Und der Mann sagt, heile. Und ich stand in diesem runden Haus drin, verstehst du? Und ich guckte die Fenster an und die waren alle draußen und guckte rein, die ganze Indianer drumherum. Und ich wusste, wenn jetzt Gott nicht etwas macht, meine Familie werde ich niemals mehr sehen. Und ich stand da drin, weißt du, und eine Atmosphäre, ich kann das sagen, dämonisch, war mal geladen. Ich hätte so gern gehabt, dass Gisela am Keyboard da gewesen wäre. Dann fing ich an zu beten. Ich habe meine Hände hochgemacht, fing an Gott anzubeten. Habe das Kind gebetet. Es macht die Augen auf und fängt sofort an zu trinken. Ich habe gewusst, ich habe mein Leben gerettet.
Ich werde wieder nach Israel gehen, euch sehen. Und dann habe ich dem Mann gesagt, geh wieder nach Hause, gell? Er sagt dann, nein, meine Mama ist krank. Hat er mich mitgenommen in eine andere Hütte und dann sah ich eine Frau von, weiß nicht, kann schlecht einschätzen, vielleicht ist 60 Jahre. Und die konnte nicht mehr laufen und die hat sich so Leder um die Knie gemacht, um die Ellenbogen. Und die ist in ihre Hütte auf vier Beine gelaufen. Es gibt keinen Rollstuhl für diese Leute im Dschungel drin. Und ich sehe das und er sagt, bete. Also ich bete doch drin. Gott ist gut. Die Frau wurde geheilt. Dann hat er mich nach Hause gefahren, zurück. 2 Monate später sagt mir der Pastor, kannst du das vorstellen, der Indianer und seine ganze Familie, sie kommen in die Gemeinde und haben sich alle bekehrt. Was lernt man in so Geschichte? Mein Ich, der wie überleben will, der wie Ängste hat, der wie manchmal Rabauz machen möchte, der wie manchmal ein Feigling ist, der muss kuschen vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist muss übernehmen. Und dann wirst du jede andere geistliche Kraft besiegen können. Amen. Paulus war so jemand, aber ein furchtbarer Mensch, wie Christa verachtet hat, eingesperrt hat und töten hat lassen. Und Gott hat ihn umgepolt. 3 Tage war er blind. Und das muss schrecklich sein. Und er hat ihn umgepolt. Und Paulus hat einen Geist bekommen, wo der jeder andere Geist besiegt hat. Ob es Wahrsagerei war, ob Schlange war, es egal was es war. Paulus war siegreich, weil der Heilige Geist umgepolt hat. Was lernen wir heute Morgen? Dein Ich, dein Wesen möchte Gott benutzen, aber möchte es manchmal in die Wüste bringen, um dass du lernst, dass Ungerechtigkeit ein Segen kann sein. Benihin hat das Wort gesagt, Verfolgung bringt Salbung. Möchtest du Salbung haben? Dann wirst du Verfolgung erleben, über dich gehen zu lassen. Am Anfang in Heidelberg, als ich die Gemeinde gegründet habe, habt ihr meine Vergangenheit gesehen? Dann haben einige Pastore in Heidelberg gesagt zu mir, oder wenn sie von mir gesprochen haben, der Pastor, wie sie selbst ernannt hat. Das war so mein Name. Ist okay. Ein anderer Pastor hat von der Pfingstgemeinde hat an der Kanzel gesagt, geht nichts in Piero, das ist ein falscher Prophet. Ich so, du musst über dich gehen lassen. Wir sind wahrscheinlich die größte charismatische Gemeinde in Heidelberg. Gott hat uns gesegnet, aber müssen das erleben, dass Leute dich kritisieren, dass sie gegen dich gehen und der da drin, der muss schweigen. Und dann wird der Heilige Geist ihn benutzen. Benutzen. Ist der Heilige Geist heute Morgen hier? Spürst du, dass er gerade ganz neu dein Leben, dein Geist andocken möchte? Weißt du, man kann eine schöne Predigt dazu hören und sagen, ja, es war schön. Aber manchmal kann der Heilige Geist kommen und sagen, ich meine dich. Es ist keine schöne Predigt, sondern ich meine dich. Ich möchte das, was du gehört hast, bestätigen. Ich möchte ganz neu dein Herz berühren, dass du bereit bist, Wüste zu akzeptieren. Dass du bereit bist. Dass du bereit bist, Ungerechtigkeit zu ertragen, um gesegnet zu werden, um Vollmacht zu bekommen.
mit dem Heiligen Geist zu arbeiten. Heute Morgen möchte ich dir gerne Zeit geben, wo du mit dem Herrn reden kannst. Wo du vielleicht noch einen Moment hast, wo der Herr zu dir reden kann. Wo er mit dir reden kann. Wo er etwas bestätigen kann, dass du etwas verstehst. Warum und wo und wie. Bleib einen Moment in der Gegenwart Gottes. Wir werden eine ganz sanfte Anbetung haben. Du bist mächtig. Du bist prächtig und was durch dich geschieht. Herr, deine Weisheit strahlt in Ewigkeit. Deine Liebe bleibt in Ewigkeit. Herr, du bist König auf deinem Thron. Du bist Schöpfer und schenkst uns deinen Sohn. Deine Schönheit ist unermesslich groß. Deine Liebe lässt mich nie mehr los. Großer Gott, du hast dich klein gemacht. Starbst für mich und riefst, es ist vollbracht, wie ein Lamm nahmst du es auf dich, all meine Schuld, und du rettest mich, mächtige Herr. Du rettest mich, mächtiger Herr. Du rettest mich, mächtiger Gott. Ja, du rettest mich, mächtiger Herr. Großer Gott. Starbst für mich und riefst, es ist vollbracht, wie ein Lamm nahmst du es auf dich, all meine Schuld. Ja, du rettest mich, mächtiger Herr. Ja, du rettest mich. Ja, du rettest mich, mächtiger Herr. Ja, du rettest mich, mächtiger Herr. Mächtiger Herr, gütiger Herr, gnädiger. Bist du mein Gott?
Du bist auch mein Bräutigam, Jesus, 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 Jesus. Gottes Lamm, alles bist du für mich. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich komme.